Wenn's heiß ist, sind stark gezuckerte Getränke und Alkohol gefährlich. Sie entziehen dem Körper Wasser. Eiskalte Getränke irritieren den Bauch. Ein kühler Melissentee dagegen wirkt erfrischend. Eine gute Regel: jede Stunde ein Glas Wasser. Das schützt den Körper vor Austrocknung. Wenn's heiß ist, erzeugt eiweißreiche Nahrung noch mehr Hitze im Körper. Frische, leichte Mahlzeiten wirken kühlend, wie etwa ein Gurkensalat oder eine Portion Obst. Wenn's sehr heiß ist, wirkt Wasser kühlend, aus einer Sprühflasche, auf nassen Tüchern oder als Fußbad. Körperliche Aktivität sollte bei Hitze vermieden werden. Wie wär's stattdessen mit einer Wasserschlacht? Das wirkt Wunder. Wenn's heiß ist, sollten nicht benötigte elektrische Geräte ausgeschaltet sein, sonst erzeugen sie zusätzliche Wärme. Feuchte Tücher helfen, Innenräume durch Verdunstungskälte zu kühlen. Fenster, Jalousien und Vorhänge tagsüber geschlossen zu halten, sperrt die Hitze aus. Lüften in der Nacht und frühmorgens sorgt für kühle Räume. Wenn's heiß ist, ist luftige, atmungsaktive und helle Kleidung gut, weil sie das Sonnenlicht reflektiert. Und übrigens, Fächer und breitkrempige Hüte sind nicht nur schicke modische Accessoires, sie schützen auch höchst wirksam vor Hitze.